So, und damit hallo und herzlich willkommen auch zurück hier bei Watch Dogs 2. Da freue ich mich momentan so richtig drauf. Bin echt gespannt, wie das hier alles weitergeht. Ich muss auch sagen, ich hätte wieder Bock auf, also wenn es jetzt fertig ist, dann auf irgendwie noch was Ähnliches. Also gut, das nächste GTA wird noch Ewigkeiten warten. Red Dead Redemption 2 kommt ja auch erst nächstes Jahr. Gut, ist auch nicht vergleichbar, ne? Aber darauf freue ich mich auch richtig. Wobei, wahrscheinlich wird es wieder so sein, dass man das nicht let's playen darf. War ja schon bei GTA so gewesen, dass du den Online-Modus zeigen durftest, aber nicht die Story. War ja gleich am Anfang, hatte ich ja schon oft erzählt, ne, weil viele gefragt haben, kannst du die Story von GTA let's playen, wo ich dann mal gezeigt habe so oder gesagt habe, hey, hier, es gab da so ein verbindliches Dokument, was vorm Release von Rockstar rausgebracht wurde, was man veröffentlicht hat über die ganzen Gaming-Magazine, wo dann eindeutig drin stand, es darf kein Videomaterial von der Story und allem drum und dran gemacht werden. Ansonsten wird sofort werden rechtliche Schritte dagegen eingeleitet. Und seien wir ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Wow, 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 wow. Hat er den einfach umgebracht? Alter. Gleich Knarre dabei, ja. Was zur Hölle war das denn? Fährt einfach vorbei und erschießt den Typen. Krass. Hammerhart. Einfach so erschossen. Ach komm, wir nehmen hier diese alte Karre. Ja, schön mit Echtholz außen dran. Hm. So. Lass mal gucken. Ach ja. So viel rot gerade. Warum das denn? Komisch. Na egal, machen wir erst eine Mission an. Also nicht das. That's a gap. Oh, Hauptoperation hier. Wo ist ein bisschen jetzt? Ja, die suchen, glaube ich, nach mir, ne? Kann das sein? Ding lässt sich echt grottig fahren. Ich habe das Pad heute nicht angeschlossen. Zu spät dran gedacht. Ist ein Hauptquartier? Nö, gehen wir jetzt nicht hin. Aber hier ist was, guck mal. Was nicht. Ist wahrscheinlich oben drauf, ne? Knete geklaut. So. Ah, sieht schon echt hübsch aus hier. Was war das? Hat sich angehört wie eine Explosion, ne? Komisch. Und gut. Es hat irgendwas in die Luft gegangen. Muss das sagen, nach wie vor finde ich das Spiel so mega Hammer. Also Optik halt und dann alleine schon vom Gameplay her, von den Missionen und die Möglichkeiten durch dieses Hacking und so weiter, ist schon richtig cool gemacht. Also definitiv, meiner Meinung nach, kann sich GTA hier gehörig Backenfutter abholen. Ja, auf jeden Fall. Weder storytechnisch noch vom Spiel an sich, von der Stadt, von der Optik her, kam das hier ran. Gut, die Xbox One-Version, muss man sagen, ist gut, definitiv. Auch gerade das mit der Ego-Perspektive ziemlich geil gemacht, aber das ist hier schon noch mal eine ganze Spur geiler. Vor allem, weil es halt auch nicht so auf dieses ernste Krise, ich bin Gangster, meine Familie mag mich nicht, ich hab Haarausfall. Ja, für diese ganze Scheiße, da geht das nicht ab. Gut, es gab diesen durchgeknallten Charakter, ja, der halt ja, so ein bisschen psychomäßig drauf war, indem man da jeden sofort umplatt gemacht hat und seine sehr vulgäre Ausdrucksweise hatte, was ein bisschen over the top war in vielen Punkten, wo man einfach gemerkt hat, ja, weiß ich, also ich fand es nicht so mega passig. Es war gut, definitiv ein gutes Spiel, aber wenn man das jetzt hier gespielt hat, zumindest für mich, von meinem Gefühl her, von meinem Verständnis, ist es das Bessere. Also wenn ich die beiden miteinander vergleichen würde, würde ich definitiv sagen, hol dir lieber Watch Dogs 2. Ja, hast du mehr Spaß mit.
Auch wenn der Online-Modus vielleicht nicht ganz so toll ist, weil man dann im Online-Modus irgendwelche Geschäfte überfallen kann. Ja, aber gut, ganz ehrlich, das ist auch das Einzige, dass du da diese Apartments kaufen kannst und dann da eigentlich Gang und irgendwelche Kriege und Überfälle organisieren. Ja, gut, das hätte man aber auch in Singleplayer packen müssen. Also man hat sich zu viel auf diesen Multiplayer konzentriert, finde ich, bei GTA. Definitiv. Das war früher zum Beispiel, ich glaube, deswegen war San Andreas auch das geilste GTA, weil man da noch nicht so seriös sein wollte, wir sind jetzt alle erwachsen und so, ne, ihr muss alles super straight sein, sondern wirklich gesagt, wir wollen ein Spiel machen, haben, was Spaß macht und so weiter. Das war es auch definitiv geilste GTA ever. Und da hatte man halt als Multiplayer nur dieses von wegen, schließ einen zweiten Controller an, drück Start und dann konnte jemand dann auf demselben Monitor, also auf demselben, in dem Bild, was du siehst, konnte dann jemand anders noch mit rumlaufen. Das war dann schon alles. Das war aber auch okay, das hat ausgereicht, ich brauchte das nicht. Dafür war die Story und alles mega geil gewesen, es war der Hammer. Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Und definitiv würde ich auch nach wie vor heute jedem empfehlen, wenn ihr ein richtig geiles GTA spielen wollt, dann holt euch noch San Andreas, definitiv. Es ist auch jetzt immer noch das Geilste. Klar, Optik ist vielleicht jetzt nicht mehr so der Burner, aber lohnt sich trotzdem noch. Es gab ja diese Remastered-Version mit ein bisschen höherer Auflösung und so und Sicherheit und sowas. Das kann man immer noch machen, finde ich, ja. Definitiv. Ich steige einfach mal aus, ich lasse das Auto jetzt hier stehen. So. Hey, Moment, was? Halt. Karaoke. Singt Marcus jetzt? Ach, sie singt. Ach, sind die anderen. Hey Marcus, probier mal Roxanne auf Tango. Das ist Elbisch. Okay. Hey, Sitara. Bring das mal auf den Schirm, Josh. Ist von Miranda. Ihr werdet verfolgt, ein Freund von mir schickt euch das unter großem Risiko. Okay, Miranda ist hier die Stadträtin. Visier? Was? Das sind wir. Fuck, genau jetzt. Seht euch das an. Jemand beobachtet uns. Nicht, dass sie ihn jetzt erschießen. Hey, verdammte Scheiße. Okay, dann machen wir den Scheiß auf Platz. Hey, ganz cool, Mann. Zu viel gesoffene Idiote. Ich gehe vorne raus und sehe nach, ob ich eine Spur finde. Ja. Yeah. Kann er sich so zulaufen lassen, ey? Muss eigentlich da oben sein, ne? Da hinten, okay. Aber ich will erst mal gucken, ob ich da... Ne, wobei, da kann man hier... Ja, yeah, klar! Ich hau dir gerne aufs Maul, ey! Alter Schlampe! Ist sowieso hässlich da. Ja, sagt man nicht, ich weiß, ist auch egal. So. Okay. Schon entdeckt. Da hinten ist es. Da ist dein Van. Ja, das sind sie. Hol dir, was du kannst! Moment, Sie müssen jetzt ein Andringling. Es gibt Leute. Mann, wer sind diese Leute? Wir haben tonnenweise Zeug über uns. Doch wir haben Fotos und wie es aussieht, eine Karte von Joshs Laufwegen. Und anderes. Ist egal, ich hab euren Van. Oh shit, oh shit. Was? Das FBI. Du hast das FBI gehackt. Hör zu, ich bin in ihrem Funkkanal. Jemand will auf unsere Datenquelle zugreifen. Schneide den bis keinen Weg ab. Solange die Cops nicht hinter mir her sind, ist es okay. Glaube ich jetzt einfach. Ich fahre jetzt erstmal hier lang. Wir müssen ja die Daten sichern. Und dann entsprechend, wenn es soweit ist. Was ist denn los? So ein scheiß Anti-Hacker-Demon hat mitgekriegt, was wir machen. Warte mal kurz. Oh Mann.
Echt? Ah, querlenken. Ups. Oder auch Zeit. Sehr gut. Ja. Definitiv. Okay, ein bisschen Zeit gewinnen. Wir kriegen hier unglaubliche Mengen an Zeug, Mann. Krass. Müssen wir was ausstrahlen? Ich bin ja, ziemlich beschäftigt, Wrench. Absolut. So, wir fliegen gerade. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nix hier mit dranbleiben, ey. Lass mich bloß in Ruhe, Pissnake. Ah, sehr schön, sind wir entkommen? Ich glaube ja. Ich glaube, wir haben es geschafft. Hier waren wir im Gewissen, haben wir diesen einen Anschlag gemacht. Okay. Das ist mal eine Dance Battle. Sauber. Marcus, wir sind durch. Hau schleunigst da ab. Mach ich. Geht klar, mein Freund. Wir gehen einfach direkt da hoch. Dann sehen wir ja gleich, vielleicht kriegen wir da oben noch dieses Teil. So. Wahnsinn, ey. Das FBI gehackt. Das macht man auch nicht alle Tage. Ach, das ist da ganz oben. Ob wir da irgendwie raufklettern können? Ich glaube nicht. Ah, gab es genug Follower für den Level-Up? Na, leider nicht. Leider nicht. Schade. Auf jeden Fall für ein Update. Und neue Klamotten. Wrench, was macht... Wir legen uns mit dem FBI an, Mann! Wir müssen unsere Kommunikation einschränken. Okay, aber... Minimale Kommunikation, M. Du persönlich, M. Triff mich an dem Ort. Du weißt wo. Wrench? Super geil. Verdammt. Dann mal auf ins Café. Zu spät am Check-in-Schalter bin und das Boarding läuft. So, ich brauche mal euer Auto, Leute. Horatio zu erreichen. Er antwortet nicht und sein Handy bewegt sich auch nicht. Kannst du mal nach ihm schauen? Ich markiere das Handy auf der Karte. Klar. Okay. Dann zeig mal her. Achso. Hast keinen Wegpunkt gesetzt. Das ist schlecht. Ist das denn Hauptoperation? Ratios. Achso, hier. Ist ja gar nicht so weit. Wow, da sind wir schnell. Yeah. Uts. Yeah. Wow. Nicht tanzen und fahren gleichzeitig, ja. So wie don't drink and drive, don't dance and drive. Ja, definitiv. Nichts davon ist gut. Da hinten. Ah, die Karre ist schon ein bisschen flotter. Wobei, wir sollten vielleicht einen Zementmischer nehmen. Der ist eher so ein bisschen unaufhaltsamer. Ja. Könnte von Vorteil sein. Ah, sieht gut aus hier. Ja, gab irgendwie ein Update mit zig neuen Sachen, auch gerade im Multiplayer habe ich jetzt nur gesehen, am Anfang wurde das eingeblendet. Aber es hat hauptsächlich für Multiplayer. Wobei, ich muss mir noch den Season Pass holen. Ja, wobei, muss man gucken, vielleicht Season Pass oder die einzelnen Add-ons, die mir noch fehlen. Je nachdem, was halt günstiger ist. Damit ich dann die volle Power an Gaming-Erlebnis bei Watch Dogs 2 habe. Definitiv will ich die auch noch zocken, die Sachen. Na, ja, einfach zu gut. Ersten Teil gab es ja jetzt vor kurzem, oder gibt es aktuell noch, ich weiß gar nicht, über bei Gold with, Games with Gold auf Xbox One, ja kostenlos, kannst du runterladen. Ich glaube, es ist aktuell noch, ich bin mir aber nicht mehr so sicher. Wenn ich das Spiel schon habe, interessiert mich das nicht so, dann verfolge ich das nicht mehr so genau. Müsst ihr das erst mal nachgucken, für die, die eine Xbox One haben und Gold, ihr wisst ja, wie es geht. Okay, warte mal, hier ist ein Mobiltelefon, was ist da los? Was? Ich hab das Handy, aber von Horatio keine Spur. Gleich werden wir wahrscheinlich getasert oder... Da muss irgendwas sein. Vielleicht hat er eine Lady King... Oder er ist eine Mülltonne, haben sie ihn umgebracht in die Mülltonne gestopft. Boah, er ist scheiße. Na dann. Okay, ja. Ich zapf die Kamera an. Mach mal. Wir den Timecode zurück und sehen, was passiert ist. Mhm.
Ja, vielleicht hat sich das FBI ihn gekrallt. Da ist er. Wer zur Hölle ist der Typ? Verschwinde da, Horatio. Ja! Scheiße! Alter, ich hab keine Chance. Irgendeine Bitch noch dabei. Ich glaub das nicht. Scheiße! Verdammt, die kidnappen ihn! Müssen wir rausfinden, wer die sind. Los, Gesichtserkennung, Josh. Fuck! Hm. Ah, ziemlich schlecht. Ziemlich deutlich. Echt? Luis Trevino. Er ist ein Mitglied der Tescas Gang. Die Tescas? Oh, was wollen die von ihm? Fuck, ey. Das ist uncool. Trevino ist. Ab seine Nummer. Die GPS-Daten konzentrieren sich auf ein Gebäude. Ist auf deiner Karte. Okay. Das ist ja schön. Also, gleich wieder den nächsten Wegpunkt setzen. Ist ja nicht weit, aber ich möchte trotzdem gerne ein Auto haben. Steht nicht irgendwo eins rum oder so? Guck mal hier. Da parkt doch was. Ist das nicht sogar unsere Karre? Ich bin mir da manchmal nicht so sicher. Irgendwie wird das immer meilenweit weggeparkt, wenn er, ne? So.